So, Lootloch. Und da schmeiße ich auch die Hacke mal kurz runter. Dann das brauchen wir alles. Das packe ich mal hier hin. Den brauchen wir hier. So, das brauchen wir. Und das hier. Und das kommt weg. Das. Sehr gut. Dann haben wir alles. Und ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rein. Und diesmal probiere ich mir mal eine Treppe zu bauen. Erstmal klicke ich da und komme dann von der Seite, glaube ich. Fühle ich mich ein bisschen safer. Also hier rüber. Und die erstmal geklärt. Da sammle ich die mal alle am Zentrum. Und mache hier eine Ranke hin. Energieschild. Doch mal hier durch. Hier fühle ich mich sicher. Alter, machen die Damage, ey. So. Und tschüss. Sehr gut. Mein Troll lebt noch. Das bringt überhaupt nichts, ne? Wenn der... Weil der kommt ja die Mauer da nicht hoch. Haben sie ihn gekillt? Ich glaube ja. Ne, doch nicht. Da lebt er noch. Ja, da muss ich ihn, glaube ich, kurz clearen, oder? Sonst greift er meine Sachen da an. Halt, hier geblieben. Hier bin ich. So, komm mal kurz her. Muss mich mal um dich kümmern. So. Zack. Ja, das dauert jetzt kurz einen Moment. Ich glaube, die Salve sollte ihn killen. Ganz knapp nicht. Piu. So. Wie kriege ich... Ich glaube, ich nehme lieber die Ranken und versuche die da oben drauf zu platzieren. Allerdings muss ich irgendwie drauf gucken können. Ich muss da hochkommen. Und deswegen baue ich mir mal hier so ein Ding. Und versuche einfach mal... Ach ja, schwerer Bau. Diese Stufen hier hochzubauen. Keine Ahnung, ich schätze mal so. So, bitte schnell. Sonst kommen hier gleich wieder 1000 Feinde. Oh, gut geschätzt. So. Oh oh. Irgendwas ist eingekracht. Ach, die Stufe, auf der ich bin. Ja, ich komme auch so hoch. Und da kann ich doch jetzt... Oh. Nee, das wollte ich nicht. Ich höre Viecher. Sind das die da hinten? Ich glaube, ja. Ich spring mal aufs Dach. So. Sehr gut. Ja, das hat gut geklappt. Das mache ich nochmal. Und soll ich diesmal einen Troll raufwerfen? Noch eine Ranke, ne? Nein, 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 nein. Hä, warum ist er denn nicht gejumpt? Ach so, ich glaube, weil er diesen automatischen Sprung gemacht hat, den. Gut, also sollte ich auf die letzte Stufe gehen. So. So, mal gucken. Die sollten, glaube ich, jetzt erstmal ein bisschen Schaden anrichten. Aber eigentlich sollte ich die Zeit dann nutzen, ne? Weil sonst bringt das ja gar nichts. Die spawnen ja einfach immer nach. Ich schmeiße jetzt mal einen Troll hin. In der Hoffnung, dass es klappt. Oh oh, ist ja dunkel. Wow, Alter, was war das denn? Das hat geklappt, ne? Ja. Nein! Hui! Ich sollte mal hingucken, wo ich hinlaufe, Alter. Und außerdem wird es gerade dunkel. Oder Gewitter. Eins von beiden. Ich... Also, ist mir völlig egal. Ich hau ab. Ich sehe gar nichts mehr auf einmal. Das ist mir zu heikel. Hm, scheiße, wie kommen wir da rein? Verdammt. Das habe ich mir jetzt einfacher vorgestellt. Kümmern wir uns gleich drum. Hauptsache erstmal die Nacht überspringen. So. Rübergerannt und runtergeworfen. Ein Fuffi-Stack behalte ich mal als Baumaterial. Den Rest schmeiße ich runter. Und dann gehe ich mal nach oben. Laggedy-lag. Schon wieder dieser Ascheregen da, ne? Jetzt lässt das Wetter nach. Und plötzlich leckt es nicht mehr. Oh Mann. Na gut.
Ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und ich habe eine Idee, wie wir es machen. Und zwar machen wir das ähnlich, wie wir das eben gerade schon gemacht haben. Einen Moment. Ich gehe nochmal kurz nach unten. Ich habe doch da jetzt schon ein Ding stehen. Eine Workbench für... Na, wie heißt es denn? Ne, hier für die... Dass man so Steine nach oben bauen kann. Und das machen wir da jetzt auch. Shit, jetzt habe ich natürlich die Hacke weggeschmissen. Wo habe ich sie denn? Gut, laufe ich nochmal durch den Loot durch. Ah, da habe ich sie. Das alles weg. Uch, nein, nicht dahin. Dahin. So. Habe ich sie wieder weggeworfen? Nee, gut. Alles klar. Ich mach mal so. Den Magietrank brauchen wir erstmal nicht, aber ich gehe jetzt mal vor die Mauer und versuche da irgendwie so eine Art Belagerungsturm aus diesem Stein zu machen, weil damit fühle ich mich echt safe. Dann probieren wir das mal so. Vor allem das hier war eine richtig gute Idee. Mit diesem Turm da. Fühle ich mich sehr safe. Und ich laufe mal hier durch. Und bis nach da vorne. Aha, da ist das auch eingekracht. Oh, ups. Ich verstehe, das ist komplett kaputt gegangen. Ja, mit dem Holz, ne? Hm. Ich hole mal eine Workbench von hier hinten. Weil wir brauchen ja 20 Holz, ne? Jetzt habe ich nur 10. Das heißt, ich nehme mal die, die hier ist. Oder ist das keine gute Idee? Ich überlege gerade. Hm, ich schmeiß mal das hier hin. Und das hier auch. Und ja, komm, ich nehme jetzt erstmal die Workbench. Oh, die ist sowieso bald down. So. Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Die andere Workbench war ja noch da vorn. Aber so oder so muss ich mir erstmal hier sicheres Gebiet holen. Ich gehe mal nach hier vorne, vor die Mauer. So. Und mach den hier platt. Tschüss. So. Dann mache ich diese Spitzen hier weg. Ich habe gehört, die bringen Bronze. Huch. Ich habe was gehört, keine Ahnung. Ach, zu stabil. Hm. Das ist natürlich schade. Dann versuche ich mal hier. Ach, na klar, Workbench. Ach, ich brauche die Steinworkbench ja gar nicht, ich Narr. Vergesse ich jedes Mal. ich würde die gerne möglichst dicht an die Mauer bauen, wenn das geht. Damit sie vor Feuerbällen geschützt ist. Oh, so viel zu dem Thema. Ja gut, dann baue ich sie hier hin. So. Und ich mach mal hier so. Und jetzt natürlich aufpassen. Halt, erstmal mache ich mir ein Energieschild. So, und zack. Sobald ich beballert werde, weg hier. Oh, okay. Das war's schon. Dann hier nochmal hoch. Der, ich erhöhe die Lava. Das ist ja gemein. Das wusste ich gar nicht. Okay. Da schmeiße ich mal Trolle rein, wa? Ich schmeiße mal den Stein dahin. Das Holz behalte ich lieber im Inventar. Das hier kann ich auch wegwerfen, ganz ehrlich. Und den da hinten mache ich mal platt. Da werde ich schon wieder beballert. Das dachte ich mir. Da kriegst du eine Ranke ab. Oh. Ja, nee. Stimmt, ich sollte schon hier drauf jumpen, glaube ich. So. Klopp mal schön drauf. Da. Oh, da ist der Hexer. Ich hau mal ab hier. Kurz. Wir haben da ja jetzt schon diesen Steinturm gebaut. Überblick behalten, damit wir nicht wieder überrannt werden. Und ihr kommt mal her. Kann ich euch damit umbringen. So. Und dich auch. So. Und dann nehme ich mal einen Troll, wa? Und schmeiße einen Troll oben drauf. Das ist richtig gemein hier mit der Lava. Hallo. Beruhigt euch mal wieder, Jungs. Ganz ruhig. Ja, ich weiß, ich sehe euch.
Ihr Penner! Scheiße. Der agreed! Ja, ich hab's aber auch irgendwo schon wieder kommen sehen, bin ich ehrlich. Wenn die alle da auf einer Stelle sind, muss ich einmal rundherum rennen, damit sie weggehen? Oder ich sollte von dem Ort weggehen, damit sie sich wieder in alle Richtungen aufteilen? Dann kann ich nach oben gehen und einen Troll reinschmeißen, oder? Aber das bringt ja irgendwie alles nichts, wenn die Spawner nicht kaputt gehen. Ich muss hoffen, dass der Troll die Spawner zerstört. Weil ansonsten komme ich ja nicht voran, ne? Das ist echt gemein. Aber das, was ich da habe mit diesem Belagerungsturm, in Anführungsstrichen, finde ich gar nicht so schlecht. Ehrlich gesagt. So, und hier Feuer auch noch. Komm. Oh Mann, wir müssen wieder Met herstellen, ne? Wenn ich jedes Mal beim... Wenn wir sterben, mir 4 neue gönne. Gehen die schon rasend schnell weg. So, ich hoffe, ich schaff's nackt. Wow, Vorsicht. Kein Leben verlieren. Und da sehe ich auch schon das Grab. Weil wir natürlich jetzt auch im One-Shot sind. Da, das meine ich, ne? Die haben sich aufgeteilt. Und wenn ich jetzt hier hingehe, dann kommen sie wieder alle zusammen. So. Und weg hier. Lauf, 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 lauf. Lauf. Mit Leichenlauf gar kein Problem. Ich gehe hier mal kurz in die Schutz, ins Schutzgebiet, damit ich auch sehe, wenn sich jemand nähert. Sieht aber gut aus. So. Und der Federumhang noch. Dann mache ich mir wieder ein Energieschild. Und ich pfeife auf die Wurzeln. Die bringen im Verhältnis doch deutlich weniger. Wenn ich einfach so raufballer, bringt das nichts, ne? Ich versuche mal so zu treffen. Nee, ich treffe immer nur da vorn. Bringt nichts. Das bringt insofern was, als dass sie jetzt ihn angreifen. Stimmt, der lenkt die ab. Ja, jetzt laufen sie nach da. Hey, warum verliert er denn Leben? Wovon denn? Von den Nadeln? Ja, ne? Okay. Ja, da versuche ich mal den da umzubringen. Sehr gut, er geht weg. Nee, geht er nicht, jetzt kommt er zu mir. Ja gut, komm. Dann bringe ich den eben um. Ah nee, gar nicht, der kommt doch nicht zu mir. Er haut ab. Ja, dann hau doch ab. Verzieh dich! Ich komme auch ohne dich zurecht. So, dann gehe ich mal hier hin. Die ballern ohne Ende auf mich. Er macht seinen komischen Zauber. Ich springe mal hoch, lass sie alle ballern und weiche dann aus. So. Und jetzt gehe ich nochmal nach oben. In der Hoffnung. Wow! So. Das war ein Treffer. Oh Mann, Alter. Ich sollte mal aufpassen, dass ich hier nicht in die Lava laufe. So, der kümmert sich jetzt derweil darum. Und dann kann ich hier mal kurz... Oder haben sie den schon gekillt? Echt jetzt? Nee, haben sie nicht. Verdammt, schon wieder daneben. Ich muss damit gut zielen. Oh, da ist er. Hau ja schon ab. Energieschild. Oh, Frost. Keine Ahnung, was er da angreift. Aber sehr gut. Der hat sich drum gekümmert. Dann mache ich mal noch einen. Also nach oben. So. Und beschworen. Tschüss. So. Und der räumt derweil in Ruhe auf. Ich hoffe auch, dass er da die Spawner trifft. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Nochmal da einen hin. Da einen hin. Hier. So. Die sollten ein wenig aufräumen. Und da noch.
So. Mal gucken. Hey, daneben. Nein, hau doch nicht ab. Gut. Da geht er in die Reichweite der anderen. Könnt ihr den mal verprügeln, bitte? Weil der macht mir doch schon echt Sorge. So, und noch ein Troll. Nein, 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 nein. Hier hoch. Laggedy lag. Und tschüss. So, der Hexenmeister will auch noch einen. So. Kriegen wir doch ein... Uch, das wollte ich nicht. Kriegen wir doch allmählich die Kontrolle. So. Sehr gut. Und noch ein Troll. Oh oh. Ich glaube, der ging daneben. Nee, Volltreffer. Perfekt. Hm, soll ich mal auf die Zinnen gehen? Ich glaube, es wird Zeit, ne? Wir haben sie recht gut runtergerockt und dann kann ich mir mal einen Überblick verschaffen. Wow, 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 hey. Hier rauf, hier rauf. Nein. Okay, da wird auf jeden Fall gut gefeidet. Da ist der Hexenmeister. Stirb doch! So, und da ist ein Feuerball rein. Ah, oh, der hat gefruchtet. So. Aber ich habe immer noch nicht die Kontrolle. Nein, 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 nicht die Lava. Hui. So. Komm. Ich gehe jetzt einfach drauf da. Oh, dieser Stein hier macht mich kirre. Hätte ich mal ein bisschen stabiler bauen sollen, wa? Na gut. Hm, ich jump mal drauf. Mach hier noch so einen hin. Mach den hier platt. So. Und dann da ist Spawner. Nichts wie weg damit. Wow, 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 wow. Hey, ganz ruhig. Das war die Armbrust, ne? Nicht die Armbrust, nicht die Armbrust. Oh, wow, wow, wow. Verzieht euch! Nein! Puh. Hm, sind eine ganze Menge. Ich mach mal hier die. Und sieben. Hä? Oh. Verdammt! Scheiße! Mann! Mann, ey! Motivationslevel, ne? Fühle mich ja nicht wie Onkel Eifel. Wird wohl Zeit, allmählich das LP zu beenden. Was? Oh Mann, ey. Gut. Laufen wir nochmal nach unten. Theoretisch könnte ich das jetzt sogar wieder vorspulen. Weil das wird ja wieder eine Never-Ending Story, oder? Vor allem jetzt muss ich die Sachen nehmen. Ja, muss ich. Weil ich komme da ja sonst gar nicht rein. Und wir haben auch wieder kein Food mehr. Super. Dann baller ich mir mal das hier, das hier, das hier, das hier. So. Energieschild. Halt erstmal die Klamotten an. So. Ich sollte aufhören, so rumzuquengeln, oder? Das wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Oder hören. Oder was auch immer. Ich beschwere mich nicht. Weiter geht's. Oh Mann. Kann ich jetzt bitte hier die Kontrolle haben? Das wäre super nett. Halt, warte mal. So. Und dann erst die Zinnen. Erst die Zinnen. Immer zuerst die Zinnen erobern. Also die Armbrüste und so zerstören. Ja, Armbrüste, Ballisten meine ich natürlich.
So und so. Und das mache ich jetzt auch, bevor ich meine Sachen wiederhole. Hä? Geht das Ding nicht kaputt? Zu stabil? Ich wollte gerade sagen, ist doch kaputt gegangen. Okay. Gut. Dann kümmere ich mich um die hier. So. Du bist tot. Und du bist tot. Energieschild. Immerhin ist der Spawner down. Und das habe ich aufgesammelt. Nämlich wieder Jade. Immerhin. Gut. Ja, also theoretisch muss ich hier nur noch die hier klären, ne? Dann war's das. So. Tot. Weil das ist auch so ärgerlich. So, dass ich es eigentlich gerade geschafft hatte, hier die Kontrolle zu erlangen und trotzdem noch sterbe. Einfach wieder einmal wegen Überzahl. Voran ist schon wieder sehr, sehr, sehr unsatisfying. Muss ich sagen. Mann, jetzt bleib stehen. So. Oh nein, ey. Meine Laune geht schon wieder bergab. So, stirb. Weißt du was? Hier. Das halte ich von dir. Bam! So, der sollte den Rest geben. Da kann ich mir hier mal den ganzen Stuff holen. Alles nehmen. So. Und kann ich hier irgendwas stecken? Nee, ne? Nischt. Gut, dann mache ich mal so, so und so. Und nehme den guten Hammer wieder. Das ist alles der Krempel, den wir gleich noch holen müssen. Schmeiße ich das und das. So wie den Stein und den Stein weg. Das hier können wir... Ja, ist gar nicht egal. Genauso wie die Knochen. Das nehme ich mit. Ja, wir müssen sowieso noch mal hierher. Bleibt aber ohnehin nicht aus, weil wir ja auch hier irgendwie rein müssen. Hä, wo ist denn hier die Tür? Ah, hier. Gut. Ja, dann laufe ich aber kurz zurück und hol das Portal hierher, ne? Denn jetzt ist es ja scheinbar sicher. Ich such mal kurz den Loot hier. Diese Zahnräder will ich gerne haben. Bevor sie despawnen. Da hinten. So. Sehr gut. Ja, dann zurück. Da. Schwer zu übersehen. Und den Stuff geholt. Es wird, glaube ich, auch gerade wieder dunkel. Entsprechend. Obwohl wir das eigentlich auch nachts machen können, ne? Die Base ist ja jetzt sicher. Gott sei Dank. Aber zuerst einmal müssen wir das Portal rüberschleppen. Ich kann die Sachen, die ich jetzt gerade im Inventar habe, schon mal wegbringen. Dann haben wir mehr Platz. Halt, da liegt auch noch was. Ah, ließ sich sogar stacken. Sehr gut. Ausdauer. Und hinauf. Und hindurch. So. Dann können wir die Sachen schon mal runterschmeißen. Den ganzen wertvollen Loot. Unsere Stäbe und so weiter packe ich mal vorsorglich hier hin. So. Und ich würde die Nacht tatsächlich nutzen. Hm, warte mal. Die Sachen packe ich wieder in unsere Garderobe. Flauschi, du bist im Weg. Lass dich mal ein bisschen beeilen. Ich hab's eilig. So, das rein. Und die Hacke packe ich auch mal hier rein. Weil die passt ja dazu. So. Hervorragend. Halt. Ausdauermet. Top. Und dann gehen wir hoch. Und ich würde sagen, das machen wir eben fix, ne? Auch wenn es Nacht ist. Weil ich fühle mich recht safe. So. 5. Portal weg. Nein. Stimmt, die Anfangsstation. Verdammt. Ja, weil ich sie hier abgerissen habe. Das habe ich jetzt davon, ne? Okay, ich muss Holz holen. Auch so ein nerviges Feature, das sie eingebaut haben, ne? Also irgendwie geil, dass Holz jetzt verbrennt. Aber das macht es ja noch nerviger. Weil du mitten in den Ashlands auf einmal kein Holz mehr hast. Ne? Also das Holz, was ja eigentlich mit die häufigste Ressource ist, plötzlich rar wird, weil sie zu Kohle wird. Na super, komm, ich geh doch eben pennen. Auch wegen Dunkelheit und so. Und stimmt, in den Ashlands spawnen dann ja auch die ganzen Nachtpatrouillen. Also, lieber gute Nacht.